dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ja, ich bin gleich Stufe 17. Noch. Ja, sehr schön. Keine Ahnung, wie viel? Ja, immerhin 14 Stunden. Ja, ist doch nicht schlecht, oder? Ja, ich fühle mich halt wie ein Nubi. Ach was. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Ich bin auch noch einer. Also, mit viel Glück. Na, was heißt mit viel Glück? Eigentlich mit viel Zeit. WoW könnte ich innerhalb von einem Tag mindestens einen Schauf von 1 bis 60 hochziehen. Und ein Tag sind so, ja, 15 bis 20 Stunden. Wird eh nicht schaffen. Ja, deswegen sage ich, ich bin Nubi. Naja, sagen wir es mal. Ich würde zumindest die Ered Luwen und die Hälfte des Auenlands plus Buch der Taten an einem Tag schaffen. Wenn ich komplett durchziehe. Oh. Kommt halt auch drauf an, wie man das Game kennt. Ich, ja, ich rätsel immer noch, wann ich das Game das letzte Mal gespielt habe. Aber es ist, muss ewig her sein, weil ich habe es damals mit meinem besten Kumpel gespielt und ja, das ist schon ewig her. Tja, und jetzt spielst du es nochmal. Ich werde ja gezwungen von euch. Hey, ich habe dich nicht gezwungen. Das kam von ganz alleine. Ja. Jetzt wieder Ausreden finden. Bei Iron ist es Zwang, sie dazu zu kriegen, dass das Spiel. Das stimmt. Bei dir nicht. Bei Mappa auch nicht. Das, weißt du, direkt erster Stream. Oh ja, ich glaube, das zocke ich auch. Oh ja, das sieht aber cool aus. Jo. Und direkt am selben Tag ihr beide, ne? Eine Woche später war die Gilde da. Ja. So viel dazu, ne? Ach, hier ist der Typ. Buch 2, Kapitel 7. Radagast der Braune. Warte, ich bin unschuldig. Ja, Mappa. Ja. Ja, du bist die Unschuldigste von uns allen. Die Eklein haben euch hineingelassen, was? Ich habe eigentlich schon eher erwartet. Ihr habt euch in der Tat Zeit gelassen. Ich habe gehört, ihr habt etwas auf der Wetterspitze gefunden. Dieser Reibedruck. Ich bin mir fast sicher, dass dies eine Gerune ist. Eine oft von Gandalf dem Grauen, einem Zauberer meines Ranges, benutzte Zeichen. Ich würde vermuten, diese drei Linien bedeuten, dass er sich am 3. Oktober, also noch vor wenigen Tagen, auf dem Amundsul aufhielt. Juhu, und wer das Buch gelesen hat, der weiß die Geschichte. Ich habe ebenfalls den Blitz auf der Wetterspitze bemerkt und fürchte, dass Gandalf dort auf Ärger gestoßen ist. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit wir ihn in Sanford auseinandergingen. Daher kann ich euch nicht mehr über ihn oder seine Reise erzählen. Über diesen Ort hier kann ich euch jedoch vieles erzählen. Doch nur weniges davon ergibt einen Sinn. Ja, das ist ja noch besser. Das ist gut. Oder ist das ja besser? Ah, okay, nehme ich den den Runenstein kann ich mir auch erstellen. Ich nehme mir lieber das Ding hier. Werdet ihr mir helfen? Das Land selbst wendet sich gegen uns und ich weiß nicht warum. Sogar die Hirten sind nur noch pervertierte Schatten ihrer selbst. Mit Hirten meine ich die Sumpfschleicher, die sich um die Bäume kümmern. Wenn ich herausfinden kann, was die Hirten pervertiert hat, kann ich vielleicht auch feststellen, wodurch das Land verdorben wird. Bringt mir das Moos, mit dem sie ihre Nester polstern. Sie halten sich in der Regel im Sumpf östlich von hier auf. Denkt daran, ich möchte nicht, dass den Hirten ein Leid geschieht. Ganz egal, wie verwirrt sie auch scheinen mögen.
Sie sind unschuldige Opfer der Verderbtheit und sind sich des Schadens, die sie anrichten, nicht bewusst. Okay. Das war Radagast der Braune. Ich bin jetzt schon weitergekommen, als ich gedacht habe. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Jetzt bin ich so weit, wie ich mit meinem privaten Schar bin. Oh, es gibt einen Winterhirsch. Fällt auch gerade auf, wie immer so bei Final Fantasy irgendwie auch noch das Event haben. Ich brauche doch noch solche Engelsflügel. Braucht dann noch so einiges. Mein Wolf habe ich ja jetzt endlich. Ich brauche dann noch so einiges. Und das hat Zeit. Die Million habe ich jetzt endlich voll bekommen. Oh, die kriege ich nicht voll. Erstmal zumindest noch nicht. Klar. Wöchentlich immer das Buch schön machen. Heute habe ich es wieder verkackt, eine Dreierreihe zu bekommen. Es ist einfach kein Pech mehr. Das ist irgendwas anderes schon. Radagast hat die besten Dialoge. Ihr seid zurückgekehrt. Der Hauch des Todes. Radagast ist sowieso cool. Den fand ich in den Hobbit-Filmen richtig cool. Jo. So, was haben wir jetzt hier für Quest? Runenpirscher. Ach, das ist das Ding mit den Spinnen, ne? Radagast und sein Haus und betriebene Porra. Roskowell-Kaninchen. Das ist ein Gunderbartwagen. Die werden dich einholen. Und das sind Roskowell-Kaninchen. Weil die sind komplett trocken. Richtig geil. Weißt du, das sind so kleine Kaninchen gegen Waage. Und er baut da so ein Ding raus, ey. Ja, wo recht hat. Ja. Oh, ich feiere die Filme. Die habe ich damals noch mit meinem Großvater im Kino gesehen. Ich habe auch mit einem Kumpel beim... Oh Gott, was war denn das? Ich glaube, der erste, da waren wir sogar alleine im Kino. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also allein den ersten Teil habe ich dreimal im Kino gesehen. Oh Gott. Ja, einmal mit meinem Großvater, einmal mit meiner Mutter und ich glaube einmal mit meiner damaligen besten Freundin. Ich konnte den Film von vorne bis hinten mitsprechen und ich war eigentlich fast nur im Kino wegen dem Endtrack oder allgemein wegen dem Lied Misty Mountains. Einmal das, was die Zwerge singen und einmal das, was am Ende kommt. Und das auf Kinobasis, geil. Und ich habe das im Buch, weil meine Mutter hat mir, als ich ganz klein war, hat sie mir der Hobbit vorgelesen. Und sie hat, das war eines der wenigen Sachen, die sie echt immer gemacht hat, sie hat versucht, diese Texte zu singen. Sie hatte jetzt nicht so eine Gesangsstimme, aber so zum Dichten, ne, dieses, so ein Singsang hat halt echt gereicht. Und das war halt immer so richtig, richtig cool, wenn sie das dann halt gemacht hat. Und sie hatte halt so eine ähnliche Melodie. Und als Kind hast du dir dann natürlich vorgestellt, oh ja, geil, vielleicht klingt das dann ja, wenn sie das irgendwann mal verfilmen sollten, vielleicht ja auch so. So, und es klang tatsächlich etwas ähnlich, also nicht ganz so komplett, aber ich wollte das halt unbedingt hören, weil ich das so die Kindheitserinnerung hatte. Und direkt an diese ersten Stellen des Buches immer so richtig, richtig schöne Kindheitserinnerungen hatten. Und der erste hat mir halt dann so gut gefallen, dass ich den dann halt dreimal sehen musste. Allein wegen dem Lied. Ja. Oh. Und das Lied ist auch jetzt noch Klingelton auf meinem Handy. Generell bei jedem Herr der Ringe und auch Hobbit-Film, bei der Musik, ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Mhm. Das einzige Problem ist, ich kann die dritten Teile eigentlich nie bis zum Ende angucken, weil ich jedes Mal beim Ende heulen muss. Ich auch. Weil es dann jedes Mal vorbei ist. Und das ist blöd. Ja, das Problem habe ich auch. Ein Grund, warum ich den dritten Teil von Herr der Ringe auch am seltensten gelesen habe. Ja.
So, der erste Teil ist total abgegriffen. Die Seiten fallen quasi schon raus. So, du siehst richtig, wie oft dieses Buch eigentlich gelesen wurde. Teil 2, ja, siehst du auch schon leichte Gebrauchsspuren. Und Teil 3, einfach so fast unberührt, kein Kratzer dran. Obwohl der Teil schon gelesen wurde. Aber du siehst halt nichts an diesem Buch. Ja, klar. So, und der erste, ich weiß nicht, allein der erste Teil, die ersten zwei Bände quasi, weil es sind ja 6 Bände, es war einfach so geil. Und die Bücher sind halt auch echt richtig, richtig, richtig gut. Bin halt ein Riesenfan von den Büchern. Ja, ich habe mir jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ich habe mir ja vom Kumpel, der hat sich die, da kam das glaube ich gerade auf mit den Blu-Rays. Und wir sind halt, oder waren halt beide so übel, der Herr Ringe Fanatiker. Und der hat sich halt einfach, weil er dann den Blu-ray Player zu Hause hatte, halt sich die 3 Filme halt auf Blu-ray geholt. Mhm. Meine so, ja, hier, willst du will ich meine DVDs haben, die extended wirken. Ja, klar, warum nicht? Ja, kriegst du, dann hatte ich so einem Kumpel ausgeliehen. Natürlich habe ich sie wiederbekommen. Hülle aufgemacht. Der erste Box waren immer, ich glaube, 4 DVDs oder so drin. Mhm. Und 2 davon waren immer der Film. Der ersten Box, Teil 2 vom ersten, Teil 1 vom zweiten. Dachte, okay, gut, vielleicht verwechselt irgendwie. Mhm. Mach den zweiten auf, nur eine DVD drin. Dachte ich, geil. Mach den dritten auf. Der erste Teil, der zweite Teil vom zweiten und der zweite Teil vom dritten. Wo ist mein verdammter erster Teil vom dritten? Und dann habe ich den so lange belabert, hat er gesagt, ja, weiß ich nicht, mein Bruder hatte das gehabt und so, keine Ahnung. Ich gesagt, das kann doch nicht sein, die Filme müssen doch irgendwo sein. Und sein Bruder hat mir aber gesagt, mein Freund hätte die. Ja. Dann habe ich gesagt, die Leute, entscheidet euch doch mal. Na, dann haben sie mir halt das Geld gegeben und jetzt habe ich mir von Amazon, glaube letztes Jahr oder so zu Weihnachten, habe ich mir die extended Teile nochmal alle gekauft. Und die verleihe ich jetzt aber nicht nochmal. Das ist der Grund, weswegen ich niemals irgendwas verleihe, was mir wichtig ist. Ich dachte ja, die. Ich gehe mal davon aus, die waren beide über 18. Ich bin davon ausgegangen, die hatten einen gesunden Menschenverstand und geben sowas vernünftig in einem vernünftigen Zustand wieder zurück. Das Alte sagt mittlerweile nichts mehr. Ja, das war ja auch vor 4 Jahren, die sind jetzt beide 2, nee, ja doch, beide 22, die waren so alt wie ich. Also ich kenne Leute, die sind erwachsen und benehmen sich wie kleine Kinder. Also. Ja, kenne ich auch jemanden. Mhm. Oder mehrere sogar. Mhm. Also von daher, nee. Das Alter hat da nichts mehr zu sagen. Ende fängt mit A an und hört mit Idaria auf. Was? Ich gehe mit meinen Sachen Menschen, sehr vorsichtig sich, vor. Erwachsene Menschen, die sich wie Kinder benehmen. Ich meine das in anderem Sinne, ja? Ach so. Also wirklich. Reden wir von derselben Person? Ja, Mappa. Ich glaube ja. mach ich nicht. Wütend mit den Füßen aufstampfen. Warum klingt das so nach mir? Ach ja. Nichts sagen, aber irgendwie die Geister, die sehen echt creepy aus. Jop. Der Typ sieht doch ein bisschen aus wie Raziel. kein Unterkiefer mehr, bläuliche Färbung. Jop. So, das sind die Klamotten. Da haben sie sich vielleicht sogar ein kleines Beispiel dran genommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Weil die Ähnlichkeit teilweise. Unweberspinne. Unspinneweber. Hm, wo sind die?
Nee, das ist ein Huscher und das ist ein Jäger. Beide bräunig. Ein Angreifer, ein Jäger. Ah, ein Weber. Sehr gut. Ich bin nur aus diesem Spinnengebiet raus, ey. Hier haben schon so weit rausgestreut, wie es geht. Die niedlichen Spinnen. Niedlich. Jo. Ich war vorhin bei der Stelle mit dem Baum. Das war cool, weil wenn du die Kamera so scheiße gedreht hast, dass genau in dem Moment, wo du das Spinnennetz voll auf Kamera Mitte hattest, richtig nah an der dran sich so eine scheiß Spinne abgesellt hat. Gut, ne? Ist das die Radagast aus den vom Film entlehnt haben? Ja. Ja. Weiß ich. Im Film fand ich Radagast sah so ein bisschen aus wie so ein Drogenjunkie. Teilweise, also einfach mega cool. Irgendwie ist das ein bisschen. Also ich weiß es halt nicht genau. In den Büchern habe ich mir Radagast halt immer ganz anders vorgestellt. Radagast war trotzdem cool. Ja, es sieht halt im Film aus wie Radagast der Braune. Radagast, der auf Drogen ist. Etwas zu viel Schlupftabak geraucht. Pfeifenkraut. Also ein bisschen Beschreibung ist ja in den Büchern, meine ich. Ich habe den nur einmal gelesen. Also ich habe den Hobbit schon echt oft gelesen. Er kam der Vorstellung schon nah, aber nicht komplett. Also nicht komplett. Aber es war schon... Also als Kind habe ich mir ihn etwas anders vorgestellt. Wenn Radagast Lothrum mit Radagast Hobbit Ähnlichkeit hat, dann hat er Film geklaut. Ja. Ja. Ist jetzt mal aufhören mit Lauren? Ist halt schwer einzuschätzen, ne? Also ich finde, sie haben schon versucht, dem Buch gerecht zu werden. Aber ganz haben sie es im Film nicht geschafft. Obwohl Radagast echt cool ist. Radagast ist echt... Ganz, ganz früher war ich ja ein Saruman-Fan. Also Gandalf war sowieso an erster Stelle. Dann kam für gewöhnlich Saruman. Radagast hat aber Saruman so ein bisschen überholt. Iron noch da? Nee, oder? Iron ist nicht mehr da, nee. Iron ist schon schlafen gegangen. Ja, was anderes kriegt einer. Ey, Elben sind irgendwie geil. Radagast Lothru existiert seit April 2007. Der Film kam erst 2012. Ich weiß. Geil, der Ring-Adventskalender. Geil, also hier, ich weiß gar nicht, ich glaube, Radagast ist allgemein sogar etwas kleiner. Ich weiß gar nicht, warte mal, wie sah er denn nochmal genau aus? Warte mal, ich guck mal ganz kurz ein Bild. Wäre geil, wenn man mal Radagast der Braune. Nein, nicht die Kaninchen. Ich will nicht die Kaninchen haben. Wo ist das Ding jetzt hin? Da ist das Ding hin. Einmal.
Und Radagast. Da. Einmal. Jetzt einmal hier einmal gut so. So und so. Irgendwie gucke, dass ich die beide gerade mal so hinkriege, dass ich es vergleichen kann. Dass wir es mal vergleichen können. So. So. Und jetzt einmal ganz kurz. So und tada! So. Also das hier ist ja einmal Radagast aus dem Film. Und einmal hier aus dem, ne? Slotru selbst. Also ein bisschen Ähnlichkeit ist halt schon, ne? Wobei er halt schon deutlich grauer wirkt. Etwas größer. Und nicht ganz so bekifft. Etwas gepflegter, sag ich mal. Unser guter Radagast. Es kann schon sein, dass sie sich daran Beispiel genommen haben. Schon. Ja, das kann schon sein. Aber Radagast ist halt echt cool. Mit einer Doktorin? Hätt ihr Lust auf einen kleinen Nachtimbiss? Dann mach das, Dufte. Ich hab hier auch noch ein bisschen Essen nebenbei stehen. Nochmals. Ich hab hier noch ein paar Kekse. Ich würde sie dir ja gern durch die Cam reichen, aber das funktioniert nicht so ganz. Chips und heiße Käse mit Jalapeno. Oh. Gut, die Jalapenos kannst du behalten, aber Chips und heiße Käsesoße, das ist das Beste, wo es gibt. Das ist echt das Beste, wo es gibt. So. Aber hier Radagast wieder wegmachen. Was war das so von Dr. Who? Ich habe das Gefühl, ich werde gleich erschlagen, aber ich kenne Dr. Who nicht. Ich habe gerade mal auch geguckt. Ich spiele halt wirklich Dr. Who. Ich kenne halt komplett gar nicht. Gut, also Dr. Who 1996 und 1963 bis 89. Also das der ganz alte Shit. Okay. Ich kenne halt so gar nichts davon, ne? Ich bin halt, ja, Dr. Who ist so für mich komplett Neuland. Ich hätte jetzt gesagt, ich kenne den neuen Dr. Who. Das Problem ist aber, der neue Dr. Who heißt Dr. House. Und den verwechsel ich jedes Mal. Ja. Ich kenne weder Dr. House noch Dr. Who. Nichts mit Doktoren. Nicht? Nee. Scrubs! Oh, Scrubs kenne ich! Ja, cool. Das sind Ärzte. Hey, da ist bestimmt auch ein Doktor bei. Ja, Dr. Cox zum Beispiel. Ja, siehst du. Doktor, Doktor. Doktor, Doktor, Doktor. Doktor. Okay. Ich auch nicht so genommen. Aber der Schauspieler von Radagast war einer der ersten Doktor Who, meine ich. Ja. Jawohl, 82 morgen. Ich kann mir den direkt hier holen. Juhu! Und jetzt kaufst du das Falsche. Aus 60 Morgen.
Wenn es jetzt nicht der Hirsch ist, drehe ich durch. Es gibt zwei Sachen für 60. Ich kann dir auch gerne noch mal sagen, wie das Viech heißt. Hey, Roste Herbstreisenden. Ja, Rost des Herbstweisen gibt's ja noch. Das ist es ja nicht. Nee. Rost des Herbstreisenden? Ja. Oder sogar, da ist sogar ein Hirschkopf dabei. Ah, okay. Dann hast du aber auf der ersten Seite. Nee, stimmt, das ist. Es gibt halt auch noch was für 24, das war das, was Tolion von hin meinte. Das ist fürs Kriegsross. Ja, das ist, das brauchst du erst später, wenn überhaupt. Die Kriegsrosse kriegst du erst, wenn du in Rohan bist. Das 70 Mitri-Münzen. Meine ich zumindest. Das Eldar Herbst ist. Oh, das hätte ich auch gern. Also manche Mounts kannst du dir später auch noch mit Mitri-Münzen kaufen, glaube ich. Wie zum Beispiel den Hirsch könntest du dir halt auch kaufen mit Mitri-Münzen. Aber so ist es halt, ne, kostenlos. Gut, du hast ein paar Nerven aufgegeben, aber... Weil das Zierwerk ist halt schon geil. Das Zierwerk ist richtig cool. Wie gesagt, ich habe dieses eine Kleid. Warte mal, wie heißt das? Ich hoffe, das sehe ich hier. Gewänder der Herbstwiesen oder des Herbstwiesen. Das ist richtig schön. Da hätte ich halt, wie gesagt, gerne noch die Flügel. Diese Rabenflügel oder was das waren. Und den Hut dazu, aber das werde ich, glaube ich, nicht mehr schaffen in der Woche. Wenn ich noch die Katze haben möchte und... Nee, die Flügel waren für 24, glaube ich. Dann die Katze. Das andere Mount werde ich nicht mehr kriegen. Und ich glaube, der Hut dann halt noch. Das sind nur drei Sachen. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr ganz schaffen. Bin froh, wenn ich die Katze kriege. Jetzt ist alles dahin. Jawohl, also. Ist da noch Aufschwatz? Dunkelbraun. Sehr dunkelbraun. Dunkelbraun bis schwarz, ja. Oh ja. So, dann kann ich mit meiner normalen Questreihe weitermachen. Sehr gut. Habe auch überhaupt nicht so um die 3 Stunden dafür jetzt gebraucht. War doch recht schnell. Ja. Und jetzt noch die restlichen Dinge fürs Herbstfest machen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Juhu, neuer Hut. Ach, du grüne Nonne. Ein Hexenhut. Nein. Und nochmal nein. Uhu, Stufe 17. Geil. Glückwunsch! Ja. Was benötigt ihr? Ich grüße euch. Ich glaube, Talerion mag das Wort nein. Ja, wie kommst du denn darauf? Weiß ich nicht. Wirkt so. Erbrechen Sie so saures Weg. Weg. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Würdet ihr der Panther verdreht. Sehr cool. Ich
Dann kannst du dir jetzt, glaube ich, dann noch das eine... Das war nur Cox-Zitat. Ah, okay. Ja, ich hab Scrubs so lange nicht mehr gesehen. Muss ich unbedingt nun wieder nachholen. Früher als Kind habe ich das richtig, richtig oft gesehen. Als es das doch im Fernsehen gab. Mittlerweile haben wir gar kein Fernsehprogramm mehr. Weil entweder kam noch Scheiße. Oder es wurde alles abgesetzt. Deswegen. Ja. Nee, ich merke gerade, ich habe noch so viele Aufträge in Dings. In. Hey, die Aufträge nehmen kein Ende. Das merke ich hier auch gerade wieder. Ja, ich rede mal nach Pre. Da habe ich halt wirklich die meisten Aufgaben jetzt, Pre und Auenland. Ja, ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich immer ein Gebiet zu Ende durchqueste. Ja, es bringt halt noch nichts mehr, im Auenland zu questen, wenn die Quests Stufe 5 sind oder 7. Nur Ruf. Ruf bringt's dir. Das war der Grund, warum ich es dann gemacht habe. Wobei, warte, wie viel? Na gut, doch, ich bin Freundin im Auenland bei der Martum-Gesellschaft. Bei den Elben von Bruchter bin ich neutral, da habe ich noch gar nichts gemacht. Bei den Eglane bin ich Freundin, Torienshalle Bekannte und Menschen von Bre Verbündete. Ja, ich bin überall noch neutral. Ich habe auch keine Lust, weiter im Auenland rumzuspringen. Wichtig wird dann für dich aber das Bockland. Ja. Weil irgendwo da dann die eine Quest ist für die eine Instanz, die du mit 20 machen kannst. Wo Mappa und ich ja gerade auf dich warten. So ein bisschen. Hm. Warte mal, ich kann mal gucken, wie die heißt. Oberquest, also Oberbegriff ist auf jeden Fall das Klage der Weide. Die Saat der Fäulnis heißt die Quest. Ja, gut. Ah, wie gesagt, ich gehe jetzt aus dem Auenland raus. Ja, ja, wie gesagt, im Auenland ist sie halt nicht. Im Bockland, das ist halt direkt am Anfang. Musst du dann eine Solo-Inni machen, also eine Solo-Instanz. Und die zweite ist dann später. Die Gruppe kannst du aber, glaube ich, auch später allein machen, wenn du hohes Level hast. Aber. Der Boss da ist halt echt blöd. Den kriege ich als Heiler halt nicht. Das ist ein sehr komisches Gebiet, in dem ich hier gerade bin. Ein Ochsenfrosch, okay. Hier gerade Viecher, die sehe ich das erste Mal. Ja, gut. Mhm. Auch mal so Ruhform oder so, gerade bei sowas ist dann eher was Sachen fürs Endgame. Ja, beim privaten habe ich zumindest im Bre schon Verwandter, also die höchste Stufe. Aber in Bre ist das halt auch mega einfach.
Allein, wenn du in den Hügelgräberhöhen bist und dann Hügelgräberschätze und so weiter kriegst. Ich glaube, 10 oder 20 Stück brauchst du für eine Quest und danach kannst du die halt alle für dich selber verbrauchen. Und davon dann halt quasi deinen Ruf steigern in den Hügelgräberhöhen. Das heißt, im Brill kriegst du es halt echt mega easy hin, dass du da den vollen Ruf kriegst. Wenn du dich natürlich reinsetzt. Wenn du nur das Nötigste vom Nötigsten machst, dann. Ja, ist Freundin, glaube ich. Verbündeter. Glaube ich, das ist der Gefühle. Okay, gut. Ja, aber gut, wie gesagt, den Bres ist halt echt easy. Hätte ich hier mit dem hier auch schaffen können, aber bei dem hier fehlt mir auch das Buch der Tat ein bisschen. Da habe ich mich nicht in jedes Hügelgrab begeben und da jeden platt gemacht quasi. Sonst hätte ich da auch meine Rufschätze sammeln können. Wie gesagt, sowas nehme ich halt gerne dafür so Endgame. Wenn ich dann halt nichts mehr zu tun habe, wenn ich mit der Story und so generell durch bin. Weil dann habe ich ja, wenn ich das jetzt schon mache, habe ich ja dann im Endgame nichts mehr zu tun. Das ist dann auch blöd. Ja, ich mache das jetzt halt nur, weil wegen Punkte. Das ist der einzige Grund, warum ich das halt mache. Oh, ich renne jetzt aber mal schnell nach Pre, gib die 3 Quests ab. Dann renne ich wieder zurück ins Bockland. In Bre sitzt du halt auch echt so deine Zeit ab. Wobei das Bre natürlich cool ist. Vor allem dann halt die Hügelgräberhöhen und so weiter. Das fand halt echt mega nice. Hochwertiges Eisen. Weit ist böse. Okay. So hässliche, ekelhafte Viecher hier. Bezwinger, okay. Wie schön. Nichts bezwingert hat, weil ich ja nicht schon genug habe. Da gibt es doch mal Aschepartikel. Ja, gut. Weißt du, was das Schönste ist? Es sind nur noch 4 Wochen bis Endwalker. Und ich habe in der Woche vor Endwalker definitiv frei. Also habe ich Freitag, kann ich da früh gleich updaten und dann loslegen. Ich habe sowieso Zeit dafür. Jo. Ja, und die Woche drauf habe ich Donnerstag, Freitag auf alle Fälle Urlaub und das kann wahrscheinlich sein, dass ich da dann auch Montag, Dienstag, Mittwoch noch zu Hause bin. Das weiß ich aber halt nicht. Ja, das ist ja halt das Coole daran, dass ich in dem Fall selbstständig bin. Weil ich kann das dann halt wunderbar so oder so machen. Jo. Na. Das hört sich aber auch noch nicht gesund an. Nö, gesund bin ich ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier. Na gut, ich stelle mich trotzdem mal hier kurz hin. Dann gehe ich einmal ganz kurz pinkeln.
Jo, ich weiß nicht, wo mein Pause-Button ist. So. Oh, diese Kürbisse sind echt cool. Ja, die sind echt geil. Okay, dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Ja, ne? Das fällt mir nur ein, noch nicht im Bett zu liegen. Ja. Ja, Salem hat eben nur die ganze Zeit gejammert. So nach dem Motto, Mama, es ist 2 Uhr. Kommst du jetzt endlich ins Bett? Ich will kuscheln. So ähnlich hat er zumindest eben gerade gewirkt. Joa. Gut, so nach April komme ich ja bestimmt noch früh genug. Da kann ich mich jetzt die ganzen Quests erstmal auch erstmal nie annehmen. Nee, da kommst du schneller hin, als du lieb ist. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch wissen, wo das Haus von Mappa ist. Dass ich die Sachen mal in die Truhe packen könnte. Mappa kann dir bestimmt noch mal die Adresse schicken. Vielleicht auch einfach in den Herr der Ringe Dingens nochmal. Discord. Ja. Wäre mega lieb von ihr. Das Gute ist, ich habe halt nochmal mein anderes Haus. Ich brauche es halt nur, wenn ich für euch dann die Sachen schmiede. Dann brauche ich auch die Adresse. Damit ich euch das dann in der Truhe hinterlegen kann. Ich will mich doch verarschen, dass ich die Quest, wo ich meine Waffe herbekomme, jetzt alter durch das komplette Land hier rennen muss. Ich glaube nicht. Warte mal. Ja, doch. Ja? Haus? Also ich nicht. Oder über Freunde? Ja. Importen. Ja. Ich will schon wie, ne? Einladen, Freunde verabreden, Nachrichten bearbeiten, Bürger verabreden. Und bei Haus habe ich halt nur mal eins, ne? Zu Freunden. Bei Sippenhaus haben wir noch nicht. Da habe ich aber bald Gott sei Dank genug für. Ich habe ja noch was zurückgelegt. Nur ignorieren. Doch, die hat dann auch so ein Kommando. Wir haben auf jeden Fall ein Kommando, wenn wir ein Sippenhaus haben. Dann haben wir auch ein Kommando. Aber ich glaube, wenn einfach so einer von uns ein Haus hat, ja, dann nicht. Das liegt ja. Ja, es ist ja. Auch wenn du die Rechte, sag ich mal, hast, ist es ja trotzdem nicht dein Haus. Ich meine, Sippenkollege geht nur dann, wenn die Sippe auch ein Haus hat. Okay, ja, wir haben nämlich noch kein Haus. Nur ich habe ein eigenes Haus, also mein eigenes Haus, und Mappa hat ihr eigenes Haus. Und wir haben die jeweiligen Rechte bei den anderen. Wobei, bei mir muss ich es nur einstellen. Ah, da müsste ich mir auch mal bald ein Haus kaufen. Wie viel Gold brauchst du fürs Haus? Fürs Sippenhaus? Müsste ich mal gucken. Ja, fürs also 7 sind, glaube ich, fürs Luxushaus und ich glaube 13. Ab 13 aufwärts, glaube ich, fürs Dingens. Das ist völlig Sippenhaus. Und für das Haus, was ich mir jetzt kaufen könnte, sage ich mal, das einfache? Das ganz normale, glaube ich, ab 3. Gut, fertig. Ab 3 Gold. 3 Gold und 370 Silber habe ich. Und dann musst du halt, ich glaube, wöchentlich Miete zahlen. Ah gut, das ist halt blöd, wenn ich nicht wöchentlich spiele. Du kannst auch für mehrere Wochen Miete zahlen. Schon im Voraus. Ja, ist auch blöd, weil, wie gesagt, ich habe jetzt noch 4 Wochen bis Endwalker. Wir gehen jetzt mal so langsam Final Fantasy auch geldtechnisch in die Vorbereitung zwecks Raid. Wir machen jetzt mal die nächsten 1000 Wochen noch ein paar Raids. Also einfach mal probeweise irgendwelche Savage-Dinger da durchprügeln. Vielleicht kombinieren mit Drachen oder so. Und dann
So. Und dann ist Endbrook und dann ist Herr der Ringe eh aus bei Geschichte. Ja, bei mir wird es dann so eine Mischung aus beiden. Hauptsächlich natürlich eher 14, aber es wird halt eine Mischung. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das wird bei mir dann nichts. Du musst das ja auch nicht. Deswegen versuche ich ja jetzt noch die Zeit ein bisschen zu nutzen, da noch ein bisschen zu spielen. Das Ziel alles auf 80 und die Berufe oben, das schaffe ich eh nicht mehr, von daher. Ich bleib stehen, ich will wissen, wofür ich die brauche. Ich sammle alte Münzen ab. Okay. Aber sonst könntest du zu einem Hauskollegen über die Sippenliste porten. Kollege, ich muss ein Haupthaus festlegen, gelegt haben. Dann kannst du in der Sippenliste anwählen und besuchen klicken. Ich glaube, ein halbes. Okay. Man kann aber ein halbes Jahr im Voraus das Haus bezahlen. Anscheinend. So, teilweise. Ich glaube, ich habe bis Januar mein Haus bezahlt. Ich brauche mir erstmal zumindest keine Gedanken machen. Ich glaube, bis zur ersten Januarwoche.